Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Die Sims. Wir sind jetzt alleine mit Anissa, die Kinder sind alle in der Schule, außer Shigi natürlich, Shigi hat noch keine Schule. Shigi war heute ein bisschen nachtaktiv, hat schon sehr viel Hunger gehabt deswegen. Bei ihren Fähigkeiten sieht es aber schon ganz okay aus, muss man sagen. Sie hat das Denken schon komplett gelernt. Fantasie hat sie fast schon auf 3. Das würde ich jetzt als nächstes auch nochmal beibringen. Töpfchen ist so ein bisschen problematisch bei ihr leider, weil sie sich öfters in die Windeln macht. Einfach so nachts oder auch so halt. Zwischendurch und zwar auch schon recht frühzeitig. Deswegen werden wir sie da bald nochmal aufs Klo gehen lassen müssen. Das wird noch ein paar Mal dauern wahrscheinlich, bis wir da Level 3 erreicht haben. Aber ich denke, bis wir Bewegung und Kommunikation auf 3 haben, wird das schon auch machbar sein. Wir können allgemein mal gucken. Gut, sie hätte noch 3 Tage, bis sie alt hat. Also eigentlich müssten wir sie auch bald soweit kriegen. Mit Anissa könnten wir überlegen, ob wir nochmal jemanden neuen kennenlernen gehen wollen. Manuel Steffens, den kennen wir auch noch nicht. Das wäre vielleicht noch jemand, den wir uns mal anlachen könnten. Läuft er zufällig hier vorbei? Ich würde sagen, dem stellen wir uns einfach mal vor. Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Bisa Knosp war nicht gerade überragend. Er hat eine mittelprächtige Note bekommen, die seinen Durchschnitt verderben könnte. Soll er um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu bekommen? Hart arbeiten. Bisa Knosp lernt und übt wie besessen und kann seine Note mit dem heutigen Test erheblich verbessern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sein Lohn direkt proportional zu seinen Bemühungen war. Leistungsverbesserung klein. Na jo. Besser als nix, ne? Besser als nix. Warum hat denn er Angst? Okay, das verstehe ich nicht ganz, Leute. Weil wir haben die Angst hier nicht mehr. Aber warum hat der jetzt zur Hölle am Tag Angst vor der Dunkelheit? Irgendwas stimmt damit doch aber nicht, oder? Das verstehe ich irgendwie nicht. Und er hat das Merkmal auch nicht. Sie hat es auch nicht mehr. Und warum hat eigentlich nur sie... Weil Level 3 aller Kleinkindfähigkeiten erreicht hat. Warum? Ach nee. Das haben die alle. Okay. Nee, das er hat es nicht. Das stimmt aber ja nicht. Er hat ja auch Level 3 in allen Kleinkindfähigkeiten erreicht. Oder haben wir bei ihm das... Oder hat er irgendwas... Nee. Haben wir ja auch erreicht bei ihm. Oder habe ich das verpeilt bei ihm? Dann hätten wir bei ihm ein kleines bisschen geschummelt. War wenn dann aber aus Versehen. Aber ich meine ehrlich gesagt, wir hätten bei ihm auch alles auf Level 3 gehabt, oder? Ich achte ja da eigentlich relativ genau drauf. Keine Ahnung. Naja, gut. Dann redet ihr doch mal ein bisschen. Anbrüllen? Nee. Über bewölkten Himmel sprechen. Angenehmes Gespräch. Über örtliche Angelplätze reden. Okay. Er geht lieber aufs Klo. Ah, nee, nicht mal. Er liest einfach ein Buch. So, ich denke, es wird Zeit, dass wir sie aufs Töpfchen schicken. Ich habe Angst, dass sie sonst wieder in die Windeln macht. Dann versuche ich mit ihm nochmal ein bisschen zu reden, aber... Hey, du musst überhaupt nicht aufs Klo. So, auf geht's, Shigi. Lamina Galpa Watini. Hana Kletz. No Letz. Oh. So, ist er der Pizzalieferant oder so? Oder hat er das nur zum Spaß an? Vom Malen schwärmen? Kommt wahrscheinlich immer drauf an, was für Vorlieben die so haben, ob die das mögen. Kompliment über Outfit machen. Freundlich. Mehr Auswahl. Dramatische Geschichte. Hey!
Wo läuft er hin? Was machst du da? Hallo? Hallo? Hey! Ach, Dukna! Skibabora! Warum macht er das? Das ist ja voll unfreundlich. Der kann doch nicht einfach in unserem Müll wühlen. Der kann doch nicht einfach in unserem Müll wühlen. Also so ein bisschen disqualifiziert es den ja schon auch, ne? Als potenziellen Vater unserer Kinder. Aber wenn man halt 100 Stück machen muss, dann hat man halt auch nicht so die Auswahl. Warum hat er das gemacht? Der hat ja darin was gesucht, aber der hat ja nichts gefunden. Der hat ja einfach den Kram auf den Boden getan. Oh je. Ästhetik beschreiben. Kimba Darfi. Inja, Inja. Nun ja. Sie hat schon wieder einen Töpfchenunfall gehabt. Schade. Sie wird jetzt langsam schon müde, weil sie nachts halt nicht so dolle geschlafen hat. Oder nicht so viel, sag ich mal. Gut. Aber ich lasse sie noch mal ein bisschen dieses mit dem Lama malen machen. Ja. Reicht dann vielleicht auch für heute. Können wir die Teile noch mal plündern? Und danach werfe ich das weg. Vielleicht kriegen wir da ja wirklich noch was raus, wer weiß. Vielleicht war das ja lieb gemeint von dem. Keine Ahnung. So, was ist denn ihr Plan? Sie will mit dem reden. Na, nee, lass das mal gut sein. Lass das mal gut sein. Dann schau doch Anissa einfach nochmal. Schau mal, ob du was drin findest auch. Wenn es jetzt eh schon auf dem Boden liegt. Jo, haben wir was gefunden im Müll. Perfekt. Gut. Kommt er wieder runter? Ja. Okay. Was auch immer ihre Mission jetzt wieder ist, machen wir noch irgendwas Lustiges hier. Lustige Geschichte erzählen. Wehe, du wühlst jetzt wieder in den Müll, Alter. Dann rast dich aus. Dann schicke ich dich aber nach Hause. Dann schicke ich dich nach Hause, Junge. Unglaubliche Geschichte. Wir zählen jetzt ganz viele verschiedene Geschichten. Lustig. Witz über Affen. Ist aber, glaube ich, ganz gut, wenn wir ihn jetzt schon kennenlernen und ein bisschen grüne Leiste haben. Das heißt, wenn wir unser Baby bekommen, können wir ihn dann vielleicht einfach zu uns einladen und dann direkt halt über die romantische Schiene auch anfangen. Wir könnten es auch jetzt theoretisch schon mal probieren, außer er geht. Geht er? Ich probiere mal flirten. Wenn es geht. Ja. Fragen, was passiert ist. Na, nee. Romantik. Kompliment über Aussehen. Weiß nicht, ob es bei dem auch zieht. Okay, sie hat das gleich auf Level 3. Aber ist auf jeden Fall auch besser als mit dem Manuel. Also es funktioniert einigermaßen. Plaudern. Huch. Geht der jetzt? Ich glaube, der geht, oder? Können wir das noch machen? Knuddeln geht aber. Nice. Und wir haben die rosa Leiste. Wir haben die rosa Leiste. Händchen halten.
Dann pushen wir die vielleicht noch ein bisschen, weil dann, wenn wir ihn einladen, dann sollte das relativ schnell wieder in die Richtung gelenkt werden können, denke ich. Das war wieder einfach. Das war wieder einfach. Ach ja, kann ja auch mal einfach sein. Den Kuss heben wir uns, glaube ich, nochmal auf. Ein Kusshauchen können wir machen. Und ich denke, dann schicken wir ihn nach Hause. Das muss reichen. Ja. Ich denke, das muss reichen. Hier war es doch gerade. Nach Hause schicken. Tschüss. Das reicht uns. Dann holen wir den nämlich wieder nach Hause, wenn... Nach Hause schicken? Genau. Dann holen wir den wieder nach Hause, wenn wir unser Baby bekommen haben, ich denke, das ist dann eine relativ safe nächste Wahl. Und ja, jetzt machen wir uns nochmal ein kleines Salätchen. Shiggy hat derweil Fantasiefähigkeit 3 erreicht, kann den Spielsachen, Puppen und Stofftieren einen Namen geben. Die ist schon wieder ganz schön müde. Ich schicke die so lange mal ins Bett, wir holen ihr aber gleich noch was zu essen raus, da wecke ich sie dann nochmal für auf. Soll dieser Flor den Klassenkameraden Marcel zu sich einladen, ajo. Macht das ruhig. Dieser Sam ist aus der Schule zurück. Freitagnächte sind gut geeignet, um Zweien in Einsen zu verwandeln. Vielleicht sollte sie dieses Ziel in Angriff nehmen. Dieser Knospert hat gearbeitet und ist jetzt Einser-Oberschüler, gut gemacht. Warum ist er hier immer so ein bisschen voraus? Ich verstehe das nicht. Weil, also guck mal, er hat noch nicht mal sein Schulprojekt gemacht, oder? Das liegt immer noch hier in seinem Zimmer. Dieser Sam hat sogar ihr Schulprojekt schon abgegeben und trotzdem hat er die Eins. Aber so ist es halt manchmal, ne? Also ihn... Ach nee. Nee, das war Bisa Flor, oder? Das war gar nicht Bisa Knosp, oder? Oh, scheiße. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Es war viel Arbeit nötig, aber Bisa Knosp hat sich in eine zu den besten Schülern gehörenden, bei Tests herausragende, mit 1 abschließende Lernmaschine verwandelt. Doch, er hat die 1. Ja. Er wird beim Mittagessen mehr vergessen, als andere Schüler in ihrem ganzen Leben lernen. Für ihn kennt die Zukunft keine Grenzen. Nee. Er hat die 1. Er aber auch. Es ist sicher nicht leicht, ein Einser-Schüler zu sein, die ganze Zeit lernen, sich überlegen, fühlen und noch mehr lernen. Das heißt, ihn können wir altern lassen auch. Perfekt. Und Bisa Sam? Ja. Wir sammeln halt nur die 2. Ah, das könnte auch hieran liegen. In einer Fähigkeit Level 3 erreichen. Das hat sie nicht. Das hat sie nicht. Vielleicht ist das das Problem. Vielleicht ist das das Problem. Shit. Ja, was soll's. Cool. Jetzt haben die alle wieder Angst im Dunkeln. Verstehe ich nicht. Naja. Das verstehe ich irgendwie nicht. Woher kommt dieses Merkmal jetzt auf einmal, oder diese Emotion jetzt auf einmal wieder? Warum haben die alle? Na gut. Ja, ich glaube, ich lasse den dann jetzt ein bisschen zocken. Spiel spielen. Rechenspiel, na, weiß ich nicht. Aber es wird bestimmt auch Spaß machen, oder? Lass ihn mal ein Rechenspiel spielen. Es pusht auch die mentalen Fähigkeiten dann noch. Ich würde sie dann mal ein bisschen Musik hören lassen. Vielleicht macht es ihr auch Spaß. Und er... Aha. Er soll sein scheiß Schulprojekt jetzt fertig machen. Oder soll ich das... Ersteller Bisa Knosp? Nee, das muss er wahrscheinlich machen, oder? Dann lasse ich ihn das Schulprojekt machen. Sie soll das hier dann mal essen. So, genau, dann räumst du das alles auf und dann holst du noch eine schnelle Mahlzeit raus. Für Shiggy. Das hättest du auch ruhig auf einmal spülen können. Mit Marcel plaudern.
zwei Stunden Musik hören. Vorsichtig arbeiten. Okay. Er ist schon fertig. Er braucht nicht weiter spielen. Er kann das noch verwenden. Und kann dann hier rumblödeln, über Interessen reden, Tag verschönern. So ein Kram halt machen mit ihm. Die sollen sich ruhig mal ein bisschen besser verstehen lernen. Das wäre eigentlich ganz schön. Genau. Dann hol du nochmal ein Sandwich raus. Das stelle ich ihr hier jetzt nebenhin. Die soll auf jeden Fall erst nochmal essen, bevor sie weiter pennt. Und du malst weiter. Wenn sie das gegessen hat, geht die direkt wieder schlafen, aber. Mann, die sind alle so ein bisschen böse im Moment. Wir könnten ihr auch noch ein Musikinstrument kaufen. Ich denke, das würde ich gerne bald tun. Anissa hat sie mein Meisterwerk fertiggestellt. Ja. Redet dieser Floor jetzt mit dem Riesenstofftier, sinkt seine Traurigkeit. Außerdem kann er den Computer nach Redewendungen durchsuchen. Okay, die sitzen alle auf ihrem Bett. Gar nicht weird. Oh, das ist aber, das bringt nicht so viel, das Meisterwerk. Was ist denn da los, Anissa? Mit sich selbst flirten. Ja. Auf, jetzt verkauft das Bild. Sehr gut. Die geht schon wieder schlafen. Wollt ihr den Teller hin? Keine Ahnung. Naja, wir werden ihn schon finden. Dann mal weiter. Gut, er hat hier die nächste Stufe von seinem Projekt auf jeden Fall erreicht. Dann können wir hier nochmal ein bisschen vorspulen. Und sie hat 2 Stunden Musik gehört. Dann können wir das auch ausmachen. Die haben jetzt auch genug Spaß eigentlich bekommen. Dann würde ich sie noch was essen lassen. Wie sieht es bei ihm jetzt aus? Ja, so richtig viel Spaß hat er jetzt auch nicht gerade. Sie haben zum Glück aber alle Wochenende. Was ist denn mit ihr? Warum ist sie nicht schlafen gegangen? Ja, du sollst doch schlafen gehen. Auf jetzt. Ja, genau, die sollen ein bisschen labern. Er hat sein Schulprojekt abgeschlossen, endlich. Projekt ansehen. Aber das scheint nicht als selbst hergestelltes zählen, was man hier gegen diese Verlustängste nehmen kann. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen und auch ein bisschen zu einfach wahrscheinlich. Ja, aber vielleicht kann er, weiß ich nicht, hier an diesem Experimentiertisch irgendwas machen. Oder vielleicht zählt ein Gartensalat als was selbst hergestelltes. Nee, den kann er gar nicht mehr benutzen. Okay, da müssen wir uns mal irgendwas überlegen. Oder soll er vielleicht ein kleines Bild malen? Das ist ja auch was selbst hergestelltes, oder? Ich lasse mir ihn ein kleines Bild malen. Das wäre vielleicht am ehesten was. Okay, die sollen noch mal ein bisschen labern da oben. Ich weiß auch nicht, wie gut die schon befreundet sind. Noch nicht so arg, ne? Nee. Da dauert das vielleicht auch noch ein bisschen, bis die befreundet sind. So, 8 Stunden auf dem Grundstück bleiben, das ist jetzt definitiv machbar. Allein über Nacht wahrscheinlich. Sie hat auch Level 3 der Kochfähigkeit. Ich habe das Gefühl, sie lernt allgemein einfach ein bisschen langsamer als ihr Bruder. So, dann können die beiden das Salätchen zu Abend essen. Anissa hat soeben ein Meisterwerk fertiggestellt. Schon wieder.
Läuft doch langsam. Ja, das bringt auch wieder richtig viel. So, was sehen wir hier gerne? Ja, ja, weiter so, weiter so. Sehr gut, Anissa. Ja, guck mal, wie du das wieder gemacht hast. Ja, krass, ey. Um Rat gebeten werden. Oh, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ich muss erst aufs Klo. Geh du mal lieber hier abwaschen. An sich können wir aber dann sie auch aufs Klo schicken und baden. Was war denn das? Im Düsenstrahlspiel. Nee, das lassen wir mal. Mit Bisasam plaudern. Jo, können die machen. Ich würde ihn, wenn er fertig essen war, dann noch ein bisschen zocken schicken, glaube ich. Und Anissa kann wieder ins Bett. Ja, weil so, also wenn die halt öfters jetzt diese Meisterwerke für 5000 malt, dann kriegen wir halt richtig viel Kohle zusammen. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Da sehe ich mich. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns auf jeden Fall. Weil dann kriegen wir die Zimmer hier auch mal ein bisschen eingerichtet. Dann können wir vielleicht sogar mal ein bisschen Deko oder sowas kaufen. Was bisher ja eigentlich eher ein verrückter Einfall ist. Und dann sehen die Zimmer hier vielleicht auch mal einigermaßen nach was aus. Ich meine, es ist ja schon mal schön, dass wir jetzt einen Boden und Tapeten und sowas haben. Aber mehr war da bisher halt leider auch nicht drin, ne? Mehr war da bisher nicht drin. So. Dann könnt ihr auch mal hier ein bisschen Platz machen für eure Schwester. Das ist nämlich ihr Zimmer. Und euch da mal ein bisschen verpinkeln. Ist Freitagabend, da will die jetzt auch ihre Ruhe haben für euch. Auf jetzt. Mal ein bisschen schneller. Ich muss los. Okay, ja. Um 8 Uhr kann man auch nach Hause gehen. Jetzt könnten wir halt vielleicht ihr auch einfach ein Musikinstrument holen. Wollen wir das vielleicht machen? Da müssen wir uns halt noch entscheiden, was für eins wir ihr holen wollen. Da können wir gerade noch mal schauen. Wo finde ich das denn? Gestaltete Zimmer. Nee, das will ich eigentlich nicht. Küche, Badezimmer, Schlafzimmer. Gibt es hier irgendwo Bürofähigkeiten? Büro? Nee, ich will auch, das will ich auch gar nicht. Ich will Gegenstände, Objekte nach Funktion vielleicht. Komfort, Oberflächen, Sanitär. Ja, das sind doch nicht alle. Hä? Lagerung, Apparat, Elektronik, Beleuchtung. Ah, Aktivitäten und Fähigkeiten. This is what I'm looking for. So, und zwar haben wir eine Geige, eine Gitarre, Bluesgitarre, ein Klavier, Violine, Violine ist auch eine Geige. Können wir aber eh nicht holen. Die ist zu teuer. Gab's denn nicht auch irgendwie Schlagzeuger oder sowas? Ich dachte, sowas gäbe es auch. Okay, anscheinend aber nicht. Also wir haben im Prinzip Violine, Gitarre und Klavier. Klavier ist vielleicht ein bisschen too much. Wenn wir sie als so ein Alternative machen, dann ist vielleicht eher eine Gitarre was. Akustikgitarre. Ja, weiß ich nicht. Spaß 3. Ja, komm, wir holen mal eine Gitarre. Schwarz. Nehme ich. Stellen wir hier in die Ecke. Dann kann sie darauf ein bisschen rumklimpern. Viel mehr wird es ja wahrscheinlich im Moment noch nicht reichen. Ist aber auch nicht so schlimm. Solange man mal was Neues probiert, nur so kann man es halt auch lernen. Genau, er zockt noch ein bisschen. Er ist aber jetzt auch gleich... Er hat eigentlich den Spaß auch schon voll. Genau,
Genau, wir könnten hier jetzt bei ihr nämlich die Zeit nochmal nutzen. Er soll einfach ein kleines Gemälde malen, ein kleines klassisches Gemälde. Und dann wählen wir dann einfach mal Arbeit vorführen und gucken, was da dann passiert. Und hoffen, dass er seine Angst dann dadurch überwinden kann. Und wie dieses Merkmal loswerden. Denn darauf bin ich nicht so scharf. Bin ich wirklich nicht so. Gut, dann lassen wir ihn das hier noch abspülen. Ich würde sagen, dieser Floor schicken wir dann auch schon ins Bett. Schlafen. Er ist noch ein bisschen angespannt, weil der Schultag stressig war, aber er ist ja zum Glück jetzt Wochenende. Wir könnten ihn morgen vielleicht altern lassen, können wir uns überlegen. Genau, und ihn lassen wir jetzt kurz mal das kleine Bildchen malen. Eine rosa Blume malt er. Level 3 Fähigkeit malen. Süß. So. Und können wir das jetzt? Guck mal, das ist doch jetzt was wir gemacht haben, oder? Klicke auf ein hergestelltes Objekt und wähle Arbeit vorführen. Du kannst auch bei der Arbeit auf das Porträt deines Sims klicken und um Leistungsbeurteilen bitten wählen. Scheiße, hätten wir das machen sollen? Irgendwie. Nee, das wollen wir ja nicht, oder? Wir wollen ja eigentlich Arbeit vorführen. Ich mach mal mit Arbeit prahlen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Bisasam hat die Gitarrenfähigkeit erworben. Aufgrund ihrer neuen Gitarrenfähigkeit kann Bisasam jetzt auf dem Instrument üben. Mit höherem Fähigkeitenlevel werden neue Musikgelegenheiten verfügbar. Okay. So. Dann gucken wir uns das doch nochmal an. Ja, klar. Würde ich auch von hier machen. Okay, das hat nicht geklappt. Oh nein, vorprogrammierter Misserfolg, weil Arbeit vorgeführt hat. Es war dumm zu denken, dass etwas, das dieser Knosp hergestellt hat, irgendeinen Wert haben würde. Was? Wie traurig. Nein. Nein. Oh, guck mal, wie traurig ist das denn? Vielleicht können wir das bei der Mutter morgen nochmal versuchen. Wie gemein bist du denn auch? Oh Mann. Ja, das tut mir jetzt echt leid, dass das nicht funktioniert hat. Scheiße. Ja, dann hat das jetzt seine Angst vielleicht eher noch ein bisschen bestärkt. Keine Ahnung. Ja. Dann würde ich sagen, schicken wir die jetzt aber auch schlafen. Ist nämlich jetzt, ja, 22 Uhr, ja, kann man schon mal schlafen gehen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt am nächsten Morgen weiter. Mal gucken, wer als erstes aufwacht. Anissa ist es. Weil sie sich fast in die Hose macht. Ja, super. Wir sind schon wieder sehr schwanger mit ihr. Wird heute dann wahrscheinlich irgendwann soweit sein. Drittes Trimester, ja. Wird heute irgendwann soweit sein. Schauen wir einfach mal, wann es passiert und was es wird diesmal. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dann!